Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Skyrim in Hübsch. Und wir wollen jetzt durch diese Tür durch. Wir wissen nur nicht, wie es geht. Es sieht auf jeden Fall so aus, als wären hier eindeutig Maschinen am Werk. Es ist auch ein Steinstuhl. Hier sind Räder, oder? Nein. Kann man hier irgendwie durch? Schade. Da müssen wir tatsächlich hier weiter. Wieso bin ich... Ja. Egal. Die habe ich schon durchsucht. Bewegen wir uns mal etwas leiser. Die habe ich auch schon. Da geht's nicht weiter. Hier ist eine Schaufel, eine Fackel. Scheinbar auch schon weg. Ich frag mich, was man mit diesem Metall machen kann. Und wo es hier hingeht. Hier ist eine Truhe. Nein, die kann ich nicht benutzen. Eine Truhe. Kupferdiadem. Ein Ring des Rituals. Steigert allerdings nur die Fertigkeit mit schweren Rüstungen, dummerweise. Trankmischerbeutel. Achso, da sind nur so Sachen drin. Geldbeutel. Nehmen wir natürlich gerne mit. Egal, wir gehen weiter. Wow! Hallo! Böse Spinne. Zwergenöl. Ne. Aber kann es sein, dass die Stahlpfeile abprallen? Eisenpfeil. Das ist doch schon mal cool. Da kann man die Pfeile wieder einsammeln. Wo ist das Ding jetzt rausgesprungen? Nichts machen. Da liegt Blut auf dem Boden. Das ist gar nicht gut. Was? Wer ist das, Bruder? Ein weiterer Glatthäuter, der nach Essen sucht? Aber der hier war nicht zusammen mit uns gefangen? Nein, nein. Ihr müsst derjenige sein, der mein Skooma genommen hat. Okay, ich glaube, der ist böse auf uns. Erstmal angreifen. Aua. Leichte Rüstung verbessert, das ist doch schon mal schön. Bringen alle nichts. Holzfällaxt haben wir, glaube ich, auch schon. Aber wir bekommen jede Menge Zaubertränke wieder. Das ist doch schon mal wieder schön. Boah, wieso habe ich hier so niedrige Framezahlen? Das kann doch nicht sein. Gegengift. Ah, durchsuchen. Da, nichts. Aber ein Zaubertrank der starken Heilung. Und... Und ein Tagebuch. Okay. Gleich mal nach meiner Festplatte gucken. Ich
das Gefühl, dass es voll ist. Das ist gar nicht gut. Spitzhacke, alles okay. Gut, gut, gut. Was haben wir denn? Hammer. Cool. Das ist ein bisschen Teil. Wie schwer sind wir jetzt eigentlich? Objekte? Huh? Nicht schon schwer genug. Wow! Laufen! Hallo! Ihr seid böse, aber... Lasst mich! Objekte! Ich werde, glaube ich, wieder sterben. Wundertrunk der Gesundheit. Nein. Nein. Der Gesundheit. Oh. Trank der Heilung. Super. So, dann, nehmen wir mal das in die eine Hand. Und... steigert Magika. Ring des Ritters. Das sind die andere. Einfach so. Nein, es hat nicht geklappt. Okay. Das ist natürlich scheiße. Ich frag mich nur, wie wir das machen sollen. Mal wieder. Denn scheinbar bin ich nie so gut drin. Ah, ich hab's noch. Also. Zack. Zack. Und dann. Okay. Bin schon so böse auf mich. Ja. Versuchen wir das mal mit dem bisschen Magie. Ja. Funken ist, glaube ich, gut gegen die Leute. Und dann mit dem Pelzschild auf der anderen Seite. So. Oh. Ich glaube, das geht gar nicht gegen die. Das geht gar nicht. Dann nehmen wir mein Drachenflugschwert wieder. Oh, das geht auch nicht gut. Das ist so irgendwie unfair. Wieso kämpfe ich und verliere gegen die? Ich wüsste es jetzt nicht, warum. Ja, noch mein Schrei Magie unerbittliche Macht Wirbelwind. Ach so, da brauche ich drei Sachen. Okay. Ah, schade. Hände heilen. Gut. Dann bleibe ich bei unerbittliche Wacht.
oder? Feueratem. Nein, okay, und dann würde ich sagen, speichere ich hier mal. Nein, ich kann noch ein bisschen. Ja, speichere trotzdem mal. Ja, nehmen wir mal den da. So. Wir versuchen das Ganze mal direkt mit Schwert und Schild. Denn irgendwie macht das anders keinen Sinn. Das ist dann schon schlecht, wenn es keinen Sinn macht. Ja, jetzt sind sie schon böse auf. Los, runter! Objekte, Tränke schlucken. So. So, Objekte, haben wir einen Ausdauertrank. Oh. Tränke schlucken. Ich möchte lieber nicht sterben. Waffe aufladen. Eine neue Stufe. Gut, Tabulat. So, jetzt bekomme ich nämlich wieder neues Leben. Und ich erhöhe mal die Ausdauer ein bisschen. Ja. So, und dann, komm. Einhändig. Na, ein. Verursacht 40% mehr Schaden. Mächtiger Eingriff, verbrauchen 25% weniger Ausdauer. Ja, ich nehme mal das direkt. Dann geht das Ganze mal etwas. Ja, ich hab's geschafft. Großer Seelenstein. Metallplatte. Mir vielleicht irgendwann mal einen selber bauen. So, speichern. Ich möchte das nicht nochmal machen. Zack. So. Passiert nichts. Können wir auch nichts machen. Können wir auch nichts machen. Das tut gar nicht gut befinden. Nehmen wir mal den Seelenstein. Jetzt bin ich da drauf. Oh mein Gott. Kommen wir da irgendwo hoch? Da. Ups, zu spät. Ja. Wundertrunk der Stärke, zwergischer Metallbahn. Zauberstand der Stärke, makelloser Smart. Huhuhuhu. Ruhe. Das ist doch schön. Ein Zwergendolch. F-Schaden? Nein. Aber ein winziger Seelenstein.
So. Jetzt haben wir einen Traglast. Ich könnte mir die ganzen Bücher wieder wegwerfen, aber das bringt halt sehr, sehr wenig. Müssen wir gucken. Ich würde sagen, allerdings hier machen wir eine neue Folge. Und dann gucke ich mal kurz nach meiner Festplatte, wie das so ist. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein!